So, meine lieben Zuschauer. Ich klinge wie so ein Zirkusdirektor. So Leute, habe festgestellt, ich fange öfter meine Videos so an. Wenn es euch stört, dann tut es mir leid, denn es ist mein Spruch geworden. So Leute, wir kommen zu unserem dritten und letzten Teil meiner. Ja, ich wollte gerade sagen, meiner Airsoft-Sammlung. Die Airsoft-Sammlung habt ihr mit Teil 1 und Teil 2 gesehen. Die ist abgeschlossen. Wir kommen jetzt zu meinen Restwaffen, die ich hier noch so im Repertoire habe. Angefangen mit dem dem Tisch hier liegenden, ersichtlichen, wunderschönen Bogen, wollte ich sagen. Es ist aber kein Bogen, Leute. Es ist eine Pistolenarmbrust. Es ist tatsächlich eine Pistolenarmbrust, die noch nicht so lange in meinem Waffenarsenal, ja. Die ist noch nicht so lange in meinem Waffenarsenal, in meinem Repertoire. Ist noch recht frisch. Ich muss auch ehrlich sagen, mit dieser Pistolenarmbrust habe ich bis jetzt noch nie geschossen. Und um noch ehrlicher zu sein, habe ich die gerade zum ersten Mal aufgebaut. Ich bin auch gerade ein bisschen, ich sag mal, geschafft. Habe ein bisschen den Schweiß auf der Stirn, denn das Ding hat mich gerade wahnsinnig gemacht. Das Ding hat mich wahnsinnig gemacht. Da muss ich erst ein bisschen schrauben, ein bisschen ziehen. Da muss man eine unheimliche Kraft aufwenden, um dieses Spannseil an den Bogen hier zu bekommen. Denn das ist gar nicht mal so leicht, Leute. Alleine ist das ziemlich schwierig. Aber ich habe es irgendwie geschafft und habe das Ding eben auch mal gespannt. Ich würde euch jetzt einfach mal, um hier mal so ein bisschen einen roten Faden in das Video zu bekommen, stelle ich euch erstmal vor, das ist eine Pistolenarmbrust, wie ich es euch schon gesagt habe. Ich gucke gerade nach der Marke. Aber selbst auf dem Karton scheint hier. Dieser Karton scheint hier keine präzise Marke auszugeben. Deswegen kann ich euch nur sagen, was auf dem Karton steht. Ich kann es euch auch mal zeigen. Powerful Mini Crossbow. Made in Taiwan. Wunderbar. Das Ding soll eine Zugkraft von 50 LBS haben. Eine Zugkraft von 50 LBS, das ist so bei diesen. Ja, bei diesen Pistolenarmbrüsten so mit einer der geringsten Zugkräfte. Ich muss jetzt wirklich gestehen, ich weiß nicht genau, wofür diese Zugkraft LBS steht. Ihr könnt es mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, damit ich nicht dumm sterbe. Ich würde dann aber auch nochmal googeln, ne? Es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten, sich ein bisschen intelligenter zu machen. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen fünf Pfeile. Zweimal, nee, dreimal in Blau, einmal rot, einmal gelb. Warum jetzt genau diese Farbwahl? Das überlasse ich eurer Fantasie. Ich weiß es nicht genau. Die sind hier vorne ziemlich spitz. Also wenn die hier mit der entsprechenden Zugkraft losgehen, will ich nicht im Weg stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann euch mal zeigen, ganz kurz. So, meine kleinen Patschehändchen ins Bild. So, das ist diese Pistolenarmbrust, weil sie wie eine Pistole auszulösen ist. Im Prinzip hier mit dem Trigger, den es hier gibt, kann man dann den gespannten Bogen im Prinzip losfeuern, den Pfeil. Wie macht man das? Kann ich euch auch eben zeigen. Und zwar seht ihr hier das Zugband. Ihr seht hier diese beiden Haken. So, und ihr seht hier den Griff. Diesen Griff muss ich nun mit aller Kraft, wie gesagt, ich habe es eben schon mal versucht, das ist unfassbar kraftaufwendig. So, ich ziehe jetzt einfach mal und ihr seht es mit aller Kraft und gespannt. Ist also nichts für jemanden, der dünne Ärmchen hat, was ich natürlich nicht verurteile. Jeder kann Ärmchen haben, wie er möchte, dünn, dick, muskulös nicht, aber das ist schon ziemlich schwierig. Da muss man schon eine ordentliche Kraft aufwenden. So, jetzt ist das Ding gespannt. Jetzt ist der Bogen gespannt.
Der Bogen ist überspannt, könnte man sagen. In dem Fall ist das gut. Dann legt man den Pfeil hier rein. So, vorsichtig. Und jetzt könnte ich den Trigger bedienen und meine Küche kaputt schießen. Mache ich natürlich nicht. Ich lasse das mal, den Pfeil wieder raus. Einmal gedrückt und ihr hört es und ihr seht es. Pass auf. Boah. Also wenn das die geringste Zugkraft ist bei solchen Armbrüsten, dann will ich nicht wissen, was größere Armbrüste hier für eine Power haben. Also ich finde es cool, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, noch nie ausprobiert. So auf den ersten Blick und jetzt, wo es aufgebaut ist und der Aufbaufrust von dann gezogen ist, muss ich sagen, ziemlich geil. Ich würde sagen, dazu werden wir in Kürze mal ein Review machen. Also großartig vorstellen muss ich euch ja gar nicht mehr irgendwas hier. Das ist ja ziemlich selbsterklärend. Ich würde sagen, ich werde demnächst mal gemeinsam mit euch auf irgendwas schießen damit und mal gucken. Ja, also ihr seht, ich bin da selber noch gerade ein bisschen als Anfänger unterwegs, was das angeht. Meine erste und einzige Armbrust und ja, ich würde sagen, wir sehen mal, was die Zukunft so bringt und was wir so damit zerschießen können. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen Feuer und Flamme, so wie ich, denn ich habe da irgendwie gerade richtig Bock drauf. Wenn es jetzt nicht so spät wäre, würde ich das direkt mal machen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einige Videos vor uns und ich würde sagen, das werden wir in naher Zukunft oder vielleicht auch demnächst mal angehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt irgendwie zeitnah mal machen wollt oder mal sehen wollt. Also ich muss es ja machen, ne? Ich muss ja die Arbeit machen und ihr könnt euch zurücklehnen und es euch dann anschauen. So, ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Waffe. Bis gleich. Ja, und wir machen auch direkt weiter. Und zwar, ach, ganz kurz, bevor ich jetzt hier wirklich weitermache mit der nächsten Waffe, muss ich kurz was nachreichen. Und zwar habe ich vergessen, in dieser ganzen Aufregung euch zu sagen, was diese Pistolenarmbrust mich gekostet hat. Die habe ich auch bei Kotte und Zeller online bestellt und diese Pistolenarmbrust kostete mich 23 Euro. Also für den Preis absolut in Ordnung, würde ich sagen. So, kommen wir aber jetzt zur nächsten Waffe. Und zwar ist das eine, ihr seht, es ist ein Schwert. Also es sollte, wie fange ich am besten an? Also ich habe dieses, sagen wir mal, Samurai-Schwert, was es ja eigentlich sein sollte. Und zwar ist es ein Tole, also ich mache mal kurz mit der Bezeichnung, fange ich mal an. Tole 10 Imperial Katana Tanto, inklusive Ständer. So. Da ich ja so unglaublich belesen in der japanischen Sprache bin, wusste ich natürlich nicht, was Tanto heißt. Ich habe nur Katana gelesen und gedacht, jo, das gönne ich mir mal. Ne? Habe ich auch bei Kotte und Zeller bestellt und zwar für 24 Euro. Hab dann gedacht, ich bekomme hier ein wunderschönes Schwert. Also ich sag mal so, ausgepackt sah es so aus. Leute, ihr seht es, das sieht schon ziemlich geil aus. Ne? Wir haben hier so einen Ständer. So, hier, so einen Ständer für das Schwert. Wir haben hier, ich kann es euch zeigen, mit den japanischen oder chinesischen Schriftzeichen versehen, das Schwert. Eigentlich recht gut verarbeitet, sieht gut aus. So. Dann habe ich mir das Schwert einmal in die Hand genommen, so wie ich es jetzt gerade mache. Habe das Schwert herausgezogen und im ersten Moment, was würdet ihr sagen? Das sieht doch verdammt geil aus, oder? Es ist, was hat denn das für eine Länge? Ja, kann ich schlecht sagen. Ich denke, so 40 cm werden das sein. Also die Klingenlänge 40 cm. Aber ihr seht schon, ich kann hier drüber gehen, ohne mir die Finger abzuschneiden, denn dieses Schwert ist nicht wirklich scharf. Das ist hier vorne ziemlich stumpf. Also es ist kein Schwert, womit man jetzt hier irgendwas zerschneiden könnte, wo wir jetzt hier irgendwelche Experimente zu schneiden von Obst oder sonst irgendwas machen könnten. Ich müsste es eventuell mal, das wäre vielleicht eine Überlegung, wenn ich die Klinge hier ein bisschen schleife und dadurch schärfer mache. Also so wie sie jetzt ist, ja, kann sie eigentlich keinem was antun hier. Ich kann hier mit voller Kraft draufdrücken, da passiert mir nichts. Aber ich sag mal so, gut sieht's aus. Das sieht verdammt gut aus. Es ist ein schönes Schwert. Es ist eher so ein, ich würde sagen,
Es dient eher als Attrappe. Man kann es sich irgendwo hinstellen. Es sieht schön aus. Man kann es auch mal hier rausholen. Man kann so ein bisschen damit rumfummeln. Aber es ist jetzt so in diesem Zustand erstmal nicht geeignet für. Ja, nicht, wir wollen ja auch nicht damit kämpfen. Ne? Ich sage mal so, ich kaufe mir die Dinger auch nicht, weil ich jetzt irgendwie auf ein Schlachtfeld ziehen will und die Römer besiegen will oder wen auch immer. Sondern ich würde gerne so ein paar, wie schon gesagt, so ein paar Experimente mal damit machen. Mit so einem Schwert vielleicht auch mal irgendwas, ja, so ein Stück Obst, so ein Apfel, eine Melone oder eine volle Wasserflasche mal durchsäbeln. Ja, kann man hiermit leider in diesem Zustand nicht. Müsste ich gucken, dass ich das mal irgendwie scharf bekomme. Wenn nicht, dann bleibt es halt ein Attrappenstück und eine schöne Erinnerung an die 24 Euro, die ich dafür ausgegeben habe. Ja, Empfehlung, ja, wem es gefällt, wer sowas gerne bei sich hat, kann es sich gerne holen. Macht dir nichts falsch mit, aber wer wirklich so ein bisschen, ja, so ein Schwert haben will, womit man auch ein bisschen schneiden kann, womit man irgendwas zerstören kann, sage ich mal, da gibt es natürlich auch ganz viele Varianten. Man muss halt nur, wenn man sich irgendwas kauft, auch vielleicht mal ein bisschen besser lesen. Ja, da muss ich mir selbst mal auf die Schulter klopfen und ja, sich informieren, bevor man was kauft. Habe ich hier in diesem Fall nicht so intensiv und lebe jetzt damit, dass es ein Dekostück bleibt. So, noch einmal in die Kamera. Und dann würde ich sagen, werde ich euch jetzt meine nächste Waffe vorstellen. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Waffe. Das ist jetzt die dritte Waffe hier im Teil 3 meiner Waffenvorstellung. Ihr seht auf dem Tisch, was seht ihr, was denkt ihr? Es ist ein sogenannter Templerdolch. Ja, ein Templerdolch. Es ist, sagen wir mal, eine kleine Besonderheit, denn es ist kein klassischer Dolch, wie man ihn vielleicht kennt, sondern, wie der Name schon sagt, es ist ein Templerdolch. Das ist im Prinzip ein Replikat von früheren Templern, wie sie ihre Dolche damals benutzt haben, so auch wie die Dolche damals aussahen. Dieser Dolch, den habe ich. Jetzt muss ich wieder gucken. Den Templerdolch inklusive Scheide. Er hat Scheide gesagt. Spaß beiseite. Der Templerdolch inklusive Scheide, den habe ich auch bei Kotte und Zeller bestellt und für den habe ich 20 Euro ausgegeben. Auch wieder, wie schon vorher, bei dem Katana in der Hoffnung, in dem Glauben, dass es ein Schwert ist, was scharf ist, womit man ordentlich einen drauf machen kann, womit man was zerschneiden kann, womit man was kaputt machen kann. Aber dem ist nicht so. Und zwar werde ich das euch gleich zeigen. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz hier auf das Design ein, dieser Scheide. Und zwar seht ihr hier unten diese Verzierung eines Templers, eines Ritters der damaligen Zeit. So, dann haben wir hier, das ist Plastik. Plastikstoff. So, dann haben wir hier das Kreuz der Kreuzritter. Auf der anderen Seite genauso. Auf den beiden Außen ebenfalls jeweils ein Kreuz. Und hier seht ihr den schönen Griff mit dem Ritterhelm an der Spitze. So, den Dolch ziehen wir dann jetzt mal aus der Scheide hinaus. So sieht das dann aus. Das ist unser Dolch. Das ist unser völlig ungefährlicher, stumpfer und kein bisschen scharf bzw. spitzer Dolch. Ja, Kommentare lesen macht manchmal Sinn, wobei ich glaube, zu diesem Templerdolch gab es gar keine Kommentare, als ich mir das Ding gekauft habe. Ja gut, mein Gott, es ist nicht schlimm. Hier ist aber auch nichts, das ist kein Metall, was man schleifen kann. Das fühlt sich eher so ein bisschen an, oh, guckt euch das an, jetzt beschmiere ich das schöne Ding hier. Das fühlt sich eher so ein bisschen an wie Aluminiumblech, gehärtetes Aluminiumblech, irgendwie sowas in der Art. Es ist auf jeden Fall nicht, ich weiß nicht, ein Profi könnte es vielleicht schleifen, ich kann es nicht, muss ganz ehrlich sagen. Von daher bleibt das wahrscheinlich auch ein Dekostück, ein schönes Dekostück, muss man dazu sagen. Denn mir persönlich gefällt der Dolch sehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mir gefällt er sehr.
Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn man da ein bisschen was mit hätte schneiden können. Kann man hier nicht. Das ist dann auch im Prinzip ein Dekostück. Oder wenn die Jungs, wenn meine Jungs mal was größer sind, können sie das auch. Zum Spiel. Ja, ich bin der Vater des Jahres, ich weiß. Könnte man das auch mal so zum Spielen benutzen. Oder zum Nachahmen von Ritterzeiten. Sagen wir es mal so. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Für den Preis ist es absolut in Ordnung. Und wie jetzt schon zwei- und dreimal gesagt, es ist und bleibt ein Dekostück und wird irgendwo den Platz an der Wand finden, denke ich mal. Von daher würde ich sagen, Schwert in die Scheide, zurück in den Karton und auf zur nächsten Waffe. So, und jetzt nämlich, meine lieben Freunde, fängt es endlich an, interessant zu werden. Ich hoffe, ihr denkt nicht genauso und der Rest war langweilig für euch. Aber jetzt haben wir wirklich hier was, womit man schöne Videos drehen kann, womit man richtig was anfangen kann. Ich würde sagen, was meint ihr? Ich lasse euch mal kurz ein paar Sekunden, um zu überlegen, was es denn sein könnte. So, Zeit abgelaufen. Ich würde sagen, ich mache mal hier, zack, die Halterung auf. Und werde euch jetzt, hier seht ihr schon, ein wunderschöner Griff. Was könnte es für eine Waffe sein? Wir werden es an dem Griff jetzt ganz langsam hier rausziehen. Und ihr seht, es ist eine wunderschöne Machete. Eine wunderschöne Machete von der Marke MP9. Ist das die Marke? Ich muss noch mal eben, ich lege sie mal hier hin, dann könnt ihr sie euch mal so ein bisschen anschauen. Wunderschön. Wunderschöne Machete. Eine wunderschöne Machete. Ich gucke mal eben für euch, was ich für das gute Stück hier bezahlt habe. Machete. Wo ist die Machete? Wir haben hier die MP9 Machete brüniert inklusive Nylonscheide. 16 Euro bei Kotte und Zeller. Ein absolutes, also ich habe mir, das ist meine erste Machete und meine einzige bis jetzt, aber ich finde für 16 Euro so ein brachiales, scharfes Teil, ganz ehrlich, ist geil. Das ist richtig geil. Hier der Griff ist so ein Schnürengriff in so einer Verschnürungskunst wurde dieser Metallgriff hier umwickelt und ja, sorgt dafür, dass man hier ein schönes Griffgefühl hat, ein weiches Griffgefühl hat. Ihr seht die Machete, die kann man näher rangehen. Das ist das gute Stück, die ist auch scharf, die ist wirklich scharf. Damit kann man richtig schön mal was zerschneiden und so ein paar Tests machen. So ein paar Experimente, würde ich sagen. Da fällt mir auch auf Anhieb schon einiges ein. Wir könnten ein paar volle Flaschen zerschneiden. Wir könnten ein bisschen Obst zerschneiden und wir könnten mal gucken, was diese Machete so mit Holz anrichtet. Das, ich weiß nicht, ob das Sägezähne sein sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, weil die ziemlich weit auseinander sind und auch nicht wirklich jetzt hier so scharf wirken. Aber vielleicht kann man da so ein grobes Stück Holz auch vernünftig mit durchschneiden. Ich glaube, wir werden das demnächst mal in einem Video festhalten, was das gute Stück hier kann. Ja, was haltet ihr davon? Ich finde, das ist eine verdammt schöne Machete, eine große Machete, eine scharfe Machete, alles das, was man sich vorstellt. Und optisch finde ich absolut ein Hingucker. Ist zwar ganz in Schwarz gehalten, aber ich bin, wie ihr vielleicht schon bei meinen Pistolen, Gewehren und so weiter und so fort gesehen habt, ich liebe einfach bei Waffen die Farbe Schwarz und daran wird sich auch nichts ändern. So, von daher, ach, schönes Ding. Lasst es euch nochmal auf den Augen zergehen. Ein wunderschöner Spruch, den müsst ihr euch merken. Ach, guckt euch das an. Sieht aus, als ob die Machete lachen würde. Ja, die hat auch Bock auf das Video und freut sich, vorgestellt zu werden. Die Machete lacht euch entgegen. Und mit dieser lachenden Machete würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Waffe, die dann auch schon, nee, nicht die letzte, die vorletzte Waffe sein wird. Aber ich würde sagen, oder ich kann schon mal spoilern, das wird auf jeden Fall das Highlight, das was jetzt kommt. Also bleibt bitte dran und schaut weiter.
Und jetzt? Und jetzt, liebe Leute, ich kann sagen, ihr könnt froh sein, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr auf mich gehört habt, dass ihr euch dieses gute Stück hier nicht entgehen lasst, weil ich muss echt sagen, von all meinen Waffen, die ich so besitze, ist das ein absolutes Highlight. Ich gebe euch noch mal ganz kurz die Möglichkeit, so ein paar Sekunden das auf euch einwirken zu lassen. Wenn ihr sehen könntet, wie ich hier gerade hin und her swinge hinter der Kamera. Ich mache mein kleines Tänzchen und bereite mich seelisch darauf vor, das Ding jetzt auszupacken. Oh, so, ich würde sagen, los geht's. Also, meine persönlich, vielleicht sagt ihr gleich, was hat der denn für ein Problem? Das ist doch Pillefitz. Aber ich sag euch, ich find's geil. Und das ist was nicht jeder zu Hause hat. Aber ich zeig's euch jetzt einfach mal, anstatt hier die ganze Zeit rumzuschwafeln. So, wir sehen hier diese schöne, ja, ich denke, das wird auch wieder Scheide genannt. Ja? Also alles, wo man irgendwas Scharfes reinsteckt, scheint Scheide genannt zu werden. Gut, dem ist dann so. Und zwar handelt es sich hier um, so, ich sag's euch jetzt erstmal, danach packe ich's aus. Es ist ein Rückenschwert inklusive zweier Wurfmesser von der Marke Haller. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich sage es jetzt einfach mal in dem klassischen Deutsch: Haller. So. Mit zwei Wurfmessern, bestellt bei Kotte und Zeller und bezahlt 30 Euro, das Geschäft meines Lebens. Und zwar, ihr seht es hier, das ist wieder so eine Nylonscheide, sage ich mal. Wir haben hier sogar ein, ich habe es mal umgedreht, wir haben hier sogar eine, ja, einen Gurt, womit man sich, also wo man im Prinzip sich dieses ganze Stück hier einmal um den, ja, um den Rücken, um den Hals, um die Schulter hängen kann. Hier ist es natürlich auch längenverstellbar. So, aber ich glaube, das interessiert euch alles ein Scheißdreck. Wir fangen mal an, hier wirklich auszupacken. Und zwar erstmal das Kleine. Wir haben hier zwei Taschen, in denen wir, und ich zeige es euch jetzt mal von nahem, ja, zwei Wurfmesser haben. Zwei Wurfmesser in diesen beiden Taschen, in dieser Nylonscheide. Also die sehen schon mal verdammt geil aus. Guckt euch das an. Zwei kleine Wurfmesser in einem unfassbar geilen Design. Schön wieder in dem Schwarz gehalten, was ich so liebe. Entschuldigung. Dann haben wir hier auch wieder die Griffe in dieser, ja, Verschnürungstechnik angelegt. Schön weich. Und ich habe mit den Dingern noch nicht geworfen, muss ich ehrlich sagen. Weil bis jetzt war es mir echt zu schade, weil das sieht einfach so verdammt geil aus, dass ich da nichts irgendwie kaputt machen wollte oder irgendwie schon mal beschädigen wollte. Habe ich mir natürlich alles für euch aufgehoben, wenn wir dazu mal ein Video machen und damit mal ein bisschen werfen und gucken, was die so können. So, und jetzt kommen wir auch zu dem Prachtstück, zu dem Prunkstück. Und zwar machen wir hier mal die Halterung auf. So. Langsam, schnell. Wie soll ich es machen? Ich mache es langsam für euch. Langsam rausziehen. In einigen Lebenssituationen ganz wichtig, immer langsam rauszuziehen. So, bevor es hier zu schlüpfrig wird, zeige ich euch jetzt mal. Kriege ich das überhaupt ganz aufs Bild? So, das ist das sogenannte Rückenschwert von der Marke Haller. So, ich sage jetzt einfach mal nichts. Ich sage jetzt gar nichts. Lasst es auf euch wirken. Ist das nicht ein geiles Stück? Ist das nicht ein geiles Schwert? Oh, ich muss aufpassen, das ist scharf. Also wenn das mal kein geiles Schwert ist, dann weiß ich nicht, was mit euch los ist. Guckt euch das an. Die Form dieses Schwertes, ich bin ein bisschen, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, bin ich immer wieder platt. Diese ganze Herstellung, guckt euch das an. Wir haben hier wieder diese, ich finde das irgendwie cool. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das besser, als so einen harten Griff zu haben. Diese Schnürkunst, die hier immer wieder geleistet wird, die wirklich für einen guten Griff sorgt. Hier, man kann das Schwert richtig gut halten. Man hat hier dieses Muster. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, diese Kreise und Öffnung. Ob man sich damit irgendwas, könnte man damit wahrscheinlich ein Bier aufmachen. Kommt natürlich nicht so gut, wenn ich irgendwo in der Bar sitze oder im Restaurant und dann sage, oh Leute, ich hole mal eben mein Rückenschwert raus und öffne mir mein Kölsch.
Machen wir nicht, ne? Ne, machen wir nicht. Es tut mir leid, ich habe momentan, ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn ich ab und zu mal in den Hörer huste und schnupfe und mich zwischendurch anhöre wie eine Ente auf Crack. Dafür belohne ich euch auch mit diesem wunderschönen Anblick. Das hier, ja, auch eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man damit schneiden soll, können soll, ob das überhaupt notwendig ist bei so einem affengeilen Rückenschwert. Glaube ich nicht, dass man hier unbedingt irgendwas schneiden will. Ja, der nächste Förster holt sich ein Rückenschwert, ne? Sagt sich, ja, hör mal eben mein Rückenschwert raus und säg mal das Stück Baum durch. Eben natürlich nicht. So, dann habe ich hier genug Quatsch erzählt. Es ist schon 5 nach 11, 23.05 Uhr. Da kommt aus meinem Mund meistens nichts mehr Gutes, aber guckt euch einfach die Bilder an, ignoriert mein Gelaber und seht euch dieses wunderschöne Stück Schwert an. Verdammt gut. Ich weiß gar nicht, die Länge. Ja, lasst mich mal schätzen. Also Klingenlänge würde ich sagen, Klingenlänge so gute 60 cm. So, wenn nicht noch mehr. Und das ganze Schwert insgesamt 80 cm. Vielleicht, ja, ein Meter ist es nicht. Nee. Ja, ich kann es euch jetzt noch ganz lange hier hin und her halten, aber da wird sich leider nichts dran ändern. Das ist natürlich prädestiniert für spätere Videos. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir damit alles kaputt machen könnten, was wir damit gerne mal irgendwo zerschneiden könnten. Ich habe hier einen wunderschönen Garten, in dem wir alles kaputt machen können, ohne dass es jemanden stört. Sagt mir einfach, was ihr euch vorstellt. Ansonsten werde ich einfach mal machen und euch demnächst mal mit einem hoffentlich geilen Video beglücken, wo wir dieses Schwert dann mal zum Einsatz kommen lassen. Und natürlich auch, ja, die kleinen Geschwister dieses Schwerts, die natürlich gegen das Schwert unfassbar mickrig aussehen. Aber guckt euch diese Kombi an. Zwei richtig schöne Wurfmesser und ein richtig schönes Langschwert. Rückenschwert. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir sind dann auch fast durch und machen dann auch ganz plump und ganz schnell, ohne großartig mich von dem Rückenschwert verabschiedet zu haben, direkt weiter mit meinem Messer, mit meinem Klappmesser, was ich besitze. Ich habe zwei Klappmesser. Das eine ist von Walter, das habe ich schon, boah, Leute, wie lange habe ich das schon? Das habe ich schon fast 7 Jahre, das liegt irgendwo bei mir in meinem kleinen Gartenhäuschen. Das habe ich schon so runtergewirtschaftet, sage ich mal. Das war wirklich sehr viel im Einsatz. Das kam bei Gartenarbeit zu Einsatz, bei Schnitzereien mit den Jungs, bei so vielen Sachen kam das Ding schon zum Einsatz. Das ist schon ziemlich abgestumpft und sieht auch nicht mehr wirklich neu aus. Hab mir dann, das ist auch schon wieder ein bisschen hier, ich glaube vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, habe ich mir dann mal ein neues Messer gegönnt. Und zwar ist das hier dieses Messer, dieses Klappmesser von der Marke MP9. Im Prinzip wie die Machete, auch dieses Messer, gleiche Marke. Ich zeige es euch einmal, so sieht das aus. Hier ist... Ja, hier hat man die Möglichkeit, sich das Messer quasi direkt an die Hose zu stecken, damit es auch nicht runterfällt. Klappmesser funktioniert ganz einfach. Wir haben hier diese Griffe oder diese kleinen Griffstücke auf beiden Seiten, wo ich mit dem Daumen im Prinzip drunter gehe und dann zack, das Messer einmal rausschnellen lasse. So sieht das Messer aus. Ja. Ihr seht mein Fetisch, es muss alles schwarz sein. Es muss einfach alles schwarz sein. Das wurde auch schon ein bisschen genutzt. Auch unter anderem schon im Garten ein bisschen genutzt, wenn ich Pakete aufmache für solche Sachen. Oder aber, wenn ich mal mit meinen Söhnen in den Wald gehe und so ein bisschen was, ja, ein bisschen was schneiden muss. Ne? Wenn wir ein paar Stücken spielen, ja, seht ihr hier. Ja, man sieht immer sofort, wenn man irgendwie ein Waffenstück schon öfter im Einsatz hatte, das ist ein bisschen, jetzt sieht man es natürlich durch das Licht, das habe ich vorher natürlich nie gesehen, ist ein bisschen verstaubt, aber mein Gott, das Messer tut seinen Zweck
Und es gefällt mir sehr gut. Ich bin sowieso ein totaler Messerfan. Wundert mich wirklich, dass ich so viele Airsoft-Pistolen habe und eigentlich so wenig Messer. Das ist, ja, ich wollte gerade sagen, das ist mein einziges. Ich habe natürlich das Walther-Messer noch. Ich zeige es euch auch mal bei Gelegenheit. Das ist auch ein cooles Messer. Es ist ein bisschen größer als das hier und hat auch ein bisschen mehr Geld gekostet. Ich meine, das hat so um die 20 Euro müsste das hier gekostet haben. Ist aber ein sehr gutes Messer, muss ich sagen. Sieht jetzt noch nichts Besonderes. Ja, nee, es war weniger als 20. Das Walther-Messer, was ich mir damals gekauft hatte, hatte, glaube ich, so um die 30 Euro gekostet. Das ist auch ein bisschen größer und macht ein bisschen mehr her. Ja, auf meinen Einkaufs-, also auch über Cotton Cellar habe ich das bestellt. So um die, lass mich nicht lügen, so um die 20 Euro, 15 bis 20 Euro, würde ich sagen, hat es gekostet. Wenn es vielleicht günstiger gewesen ist und ihr das wisst, dann klärt mich auf, aber ich meine, das waren so 15 bis 20 Euro. Könnt ihr überhaupt, also wirklich gar nichts mit falsch machen. Das ist ein super Messer, damit kann man richtig gut was machen. Nur bitte nicht für irgendwelche, ne, für irgendeinen Schabernack benutzen. Keine Verletzung damit zufügen, sondern wirklich nur für sinnvolle Sachen nutzen. Das möchte ich hier ganz klar nochmal festhalten. Ich werde, mache es nicht und werde es auch niemals irgendwie gewalttätige Neigungen irgendwie noch fördern, denn dafür sind solche Messer und auch solche Pistolen und alles, was ich euch vorstelle, nicht gedacht. Wir wollen damit einfach nur, ja, entweder spielen, wie jetzt die Airsoft-Pistolen oder aber auch mit diesen Schneidewaffen. Die sind eigentlich dafür da, um sie sich anzuschauen, um sie, weiß ich nicht, sich irgendwo hinzuhängen oder um im Garten oder sonst wo vielleicht ein paar kleine Experimente damit zu machen. Aber so, das ist mein Appell nochmal zum Schluss. Kein Quatsch damit machen. Nutzt es für sinnvolle Sachen. Und ja, ich hoffe, das war jetzt das letzte Teil meiner Waffensammlung. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch das hier gut gefallen hat, dass ihr mit diesen drei Videos, die jetzt, also Teil 1, Teil 2 und nun auch Teil 3, dass euch das gefallen hat und dass euch das auch vielleicht irgendwie Bock auf mehr macht. Und ich hoffe und glaube und verspreche euch jetzt einfach mal, dass ich da dranbleiben werde und nicht wieder 8 Monate warte, bis das nächste Video kommt. Wir werden hier ein bisschen durchziehen, wir werden hier ein bisschen was auf die Beine stellen und ein paar coole Videos machen. Sowohl Reviews, wo ich euch die Waffen erkläre und unter anderem natürlich auch Videos, die ich bis jetzt noch nie gemacht habe, und zwar experimentelle Videos. Ne? Wir machen ein bisschen Sachen kaputt. Ihr könnt gerne immer wieder vorschlagen und schreiben, was wir kaputt machen sollen, mit welcher Waffe wir irgendwas anrichten sollen. Einfach mal, um zu gucken, was können die Waffen, was haben die Waffen für Durchschlagskräfte. Gut, in dem Sinne, Leute, ich muss jetzt langsam schlafen gehen. Wir haben 11:30 und ich muss morgen früh raus und hoffe nach wie vor, ihr könnt mit mir was anfangen und schaut weiter fleißig meine Videos. Ich bin froh über jeden, der hier einschaltet und der vielleicht auch seinen Daumen hoch lässt. Ich würde sagen, macht's gut, schlaft gut, habt eine gute Woche und auf bald. Haut rein, Leute. Ciao.